Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Artusbox von Schandmaul. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Artus von Schandmaul, das Ganze aus dem Jahr 2019. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das 10. Album der Band Schandmaul. Bevor wir die Folie abmachen, haben wir hier links unten noch einen Sticker. Und zwar lesen wir hier was zum Boxinhalt. Und zwar befinden sich in dieser Box 2 CD Digipack, 12 Tracks plus Camelot Soundtrack, Schandmaul Fahne, aufklappbares Doppelvinyl schwarz inklusive Download Voucher, 3 Kunstdrucke, Konzert-DVD, 20 Jahre Schandmaul, kein Weg zu weit, 16. November 2018, live aus der Kölner Lanxess Arena, 2 Stunden 37 Minuten. Dann haben wir noch einen FSK 0 Hinweis, also bezüglich der DVD. Und dann würde ich sagen, werden wir mal die Folie abmachen. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, einmal aufschneiden, dann lässt sich das hier wunderbar abmachen. Oder auch nicht ganz so wunderbar. Ich glaube, wir werden hier nochmal nachschneiden. So, aber jetzt. So, also wir haben hier eine quadratische Box, recht groß, dafür etwas flacher, also rein so von der Form her, so eine klassische Vinylbox vom Format. Hier oben lesen wir einmal den Schriftzug, den Bandnamen Schandmaul, Artus limitierte Fanbox, und passend zum Albumtitel Artus bzw. so König Artus haben wir dann hier so einzelne Schwerter, in der Mitte das Logo von Schandmaul hier, dieser Hofnarr, dieser Narrenkopf, und dann hier die einzelnen Schwerter, die hier so in der Mitte zusammengehen. Also das erinnert schon stark so an die Ritter der Tafelrunde, die ja von König Artus waren. So, hier haben wir den Barcode. Ansonsten hier alles in dieser schwarz-blau Optik, die Box im Hochglanz. Und auf der Rückseite haben wir limitierte Fanbox. Wir haben die Tracklist, 12 Stück an der Zahl. Dann haben wir Camelot, die Artus-Trilogie im orchestralen Gewand. In orchestralem Gewand, so rum. Und die Live-DVD 20 Jahre Schandmaul, kein Weg zu weit. Die Beteiligten. Okay, gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Der Boxdeckel ist abnehmbar. Nicht nur aufklappen, sondern man kann das Ganze wirklich abnehmen. Von innen in weiß. Und dann haben wir hier auch schon den Inhalt. So, als erstes haben wir das Album hier im Digipack, Artus. Dann haben wir eine Fahne. Die DVD, kein Weg zu weit. Dann haben wir hier die Kunstdrucke. Und das Album in dieser Vinyl Edition, also auf Doppelvinyl. So, jetzt haben wir alles draußen. Die Box auch hier wieder weiß. Packen wir mal zusammen. Und dann werden wir die mal zur Seite legen, wenn wir sie zubekommen. So. Aber jetzt. So, Box zur Seite. Und dann schauen wir mal, denn es ist tatsächlich nur ein Inhalt hier in Folie, und zwar die Fahne. Der Rest kommt hier ohne Folie aus. So. Probiert das Ganze auf, hier oben. Gut, dann würde ich sagen, wir starten wie immer mit dem Album an sich, also mit der Album-CD. Die sieht so aus, Schandmaul Artus lesen wir hier wieder, und wir haben hier eine Landschaft, also so Wasser, Wälder und Gebirge,
Und das Ganze geht so über in dieses Gesicht. Also wir sehen hier sowohl die Landschaft als auch dieses alte Gesicht, das vermutlich Artus darstellen soll. Auf der Seite. Und so sieht das von hinten aus. Also wir haben hier wieder die 12 Tracks. Nummer 9, 10 und 11 ist hier scheinbar die Artus Trilogie. Und dann haben wir noch die Bonus-CD Camelot, die Artus-Trilogie in orchestralem Gewand. Auch hier wieder ein Barcode, bedeutet das Album hier in dieser Form, in diesem Digipack, gibt es auch ohne Box natürlich zu erwerben. So, auf der linken Seite haben wir erstmal ein Booklet. Schauen wir uns mal an. Hallo ihr da draußen, hier haltet ihr es nun in Händen, unser neues Werk Artus. Also das ist mehr so eine Widmung, so eine kurze Erklärung zum Album. Könnt ihr euch natürlich gerne anhalten, das Video und durchlesen. Und dann kommen wir hier schon zu den einzelnen Tracks. Hier oben haben wir die Info, wer die Musik und wer den Text beigesteuert hat. Und dann Wort für Wort hier die Lyrics für die einzelnen Tracks abgetippt. Und wir haben natürlich auch die einzelnen Personen hier, die einzelnen Bandmitglieder in mittelalterlichem Gewand. So sieht das aus. Alle sechs hier versammelt. Weitere Lyrics. Und natürlich auch wieder weitere Fotos. Ja, also die Band macht ja generell sehr stark in dem Bereich Musik, also Mittelalter, Rock. Und nicht nur bei diesem Album, das zwar jetzt vom Albumtitel besonders passend ist, aber auch die anderen Alben spielen sich so in diesem Genre ab. So, dann haben wir hier noch die Infos natürlich, wer die einzelnen Bandmitglieder sind, beziehungsweise was sie hier in der Band für eine Funktion haben. Danksagungen. Und zum Abschluss gibt es natürlich dann auch noch die Credits. Gut, das war's zum Booklet. Dann haben wir das Digipack. Hier nochmal das Cover dieser tafelrunden Optik. Dann hier die Band. Und dann kommen wir zu den CDs. Wir haben hier einmal die Album-CD, also das ist das Album Artus. Dahinter wieder dieser Narrenkopf. Und dann haben wir die Bonus-CD, die zweite CD. Und zwar, hier lesen wir es, Camelot, die Artus-Trilogie in orchestralem Gewand. Also diese drei Tracks, die hatten wir ja hinten angeführt. Moment, hier da, Nummer 9, 10 und 11. Die drei gibt es hier dann nochmal extra in einer etwas anderen Gestaltung mit Orchester. So, das Digipack. Aber nicht nur das, sondern wir haben das Album ja auch noch auf Vinyl. Bedeutet, wir haben hier ein Gatefold zum Aufklappen, Cover ident wie auch das in der im Digipack, also CD-Variante. So sieht das von der Seite aus. Und auf der Rückseite sieht das so aus. Auch hier haben wir wieder einen Barcode, bedeutet die Vinyl gibt es auch wieder separat zu erwerben, nicht nur in dieser Box. Und wir haben hier zwei Vinyls. Und zwar haben wir hier auf der ersten A- und B-Seite, da haben wir das Album drauf. Und dann haben wir hier nochmal diese Artus-Trilogie im orchestralen Gewand. Moment. Das finde ich jetzt auch lustig, weil ich habe beim ersten Mal das hier gelesen. Vorhin im orchestralen Gewand, also erst dritter Fall, dann vierter Fall. Und beim vorigen, da hatte ich mich vertan, da habe ich es nämlich genauso gelesen, aber da stand dann hier tatsächlich, ich hoffe, man kann es lesen, hier stand in orchestralem Gewand. Also es hat sich dann hier genau vertauscht. Wir haben hier in und dann M und hier haben wir im und dann N. Also selbst hier war man sich doch nicht ganz einig. Finde ich schön zu sehen, dass es nicht nur mir so ging. Und von innen sieht das Ganze so aus. Wir haben hier wieder diese Widmung, diesen Einleitungstext, den wir schon von der CD-Variante kennen. Dann rechts noch die Infos zu den einzelnen Bandmitgliedern. Und die sind hier in einem wunderbaren Foto nochmal zu sehen, in ihren Mittelalter-Gewändern. So, wir kommen zu Vinyl. Die Vinyl kommt hier in einer bedruckten Hülle, in einer bedruckten Papiertasche. Hier haben wir die Lyrics drauf, inklusive Fotos. So sieht das aus. Und die Vinyl geht dann seitlich raus. Hier. Und die ist dann klassisch in Schwarz gehalten. Das ist die A-Seite.
und das ist die B-Seite. Also wie gesagt, das Album ist hier drauf, Artus. Und wir haben aber ja noch eine zweite Stecktasche, also eine zweite Vinyl. Schau noch mal kurz rein, ob hier der, ja, ich dachte es mir, dass hier der Download-Voucher ist. So, den zeige ich euch auch noch kurz. Und zwar, hier, das ist der Download-Voucher, das ist so, ja, ein Download-Code mehr oder weniger. Hier haben wir dann einen Code abgedruckt und mit diesem kann man dann sich registrieren und das Downloaden, das Album nochmal eben in digitaler Version. Finde ich immer gut, speziell bei Vinyls, weil auch wenn man jetzt eh die CD hat, aber es gibt ja auch viele Leute, die kaufen nur die Vinyl. Und da ist dann natürlich ein Voucher dabei, damit man das Album auch digital hat und nicht zwangsweise unbedingt immer auf den Plattenspieler angewiesen ist. So, das ist noch die Info zu diesem Camelot, zu dieser Trilogie, eine symphonische Dichtung. So sieht das aus. Und dann schauen wir uns natürlich auch hier die Vinyl mal an. Das ist jetzt die C-Seite, die Tafelrunde und der Gral. Und auf der Rückseite dann die D-Seite, die Insel. Also, die hat hier eine eigene Vinyl bekommen, diese Trilogie. Ich dachte erst von der Beschreibung auf der Rückseite, vielleicht habe ich das auch falsch gedeutet, schauen wir nochmal kurz. Ah ja doch, tatsächlich, es war hier E mit C und D angegeben, D-Seite habe ich irgendwie übersehen. Also, das ist diese Bonus-Vinyl hier mit der Trilogie. Und auf der anderen, auf der ersten Vinyl, haben wir natürlich das eigentliche Album hier, Artus. So, packen wir auch hier wieder rein. Und den Download-Code haben wir natürlich auch noch. So, und wir kommen zum Kunstdruck, zu den Kunstdrucken. Es sind mehrere. Und zwar haben wir hier einmal die 6 Bandmitglieder hier vor diesem lichtdurchfluteten alten Fenster. So sieht das aus. Dann einmal hier das Foto, das wir kennen aus dem Artwork. Das haben wir gerade eben auch schon bei der Vinyl gesehen. Und dann haben wir noch diese Grafik, diese Zeichnung hier. Und hier lesen wir auch noch Cover-Idee und Zeichnungen von Thomas Lindner. Also drei Kunstdrucke, alle drei quadratisch. Dann haben wir mit dabei eine DVD, die kommt hier. Kein Weg zu weit. Aufzeichnung vom 16. November 2018 in Köln in der Lanxess Arena. Das ist die gesamte Tracklist, die Lieder wurden dort gespielt. So sieht dann die DVD aus. Ab 0 Jahren freigegeben. Und das Ganze kommt hier in einer Papphülle. So, und wir kommen auch schon zum letzten, was heißt schon? Wir kommen auch zum letzten Inhalt. Und zwar haben wir hier eine Fahne. Eine riesengroße Fahne. Meisten Fahnen sind ja dann doch eher so im Querformat, die allerdings im Hochformat. Und zwar lesen wir hier oben riesengroß. Ich hoffe, man kann es erahnen. Ja, also hier lesen wir Schandmaul. Dann haben wir das Album-Logo hier. Also das Schandmaul-Logo inklusive dieser Schwerter. Das Album-Artwork. Und darunter lesen wir nochmal groß Artus mit der Krone auf dem T. Ja, die Ecken, sowohl unten als auch oben, sind hier noch mit einem Metallring ausgestattet. Also zusätzlich hier eingenäht, damit man diese Fahne auch wirklich entsprechend aufhängen kann. Und jetzt werde ich nochmal kurz schauen, ob ich irgendwo einen Zettel erkennen kann, der uns vielleicht noch etwas Aufschluss gibt. Aber ich befürchte, nein, ich kann keinen Zettel erkennen. Also vom Material her gehe ich mal davon aus, wie die meisten Fahnen, dass das hier 100% Polyester ist. Und wo das Ganze hergestellt wurde, das kann ich euch leider nicht beantworten. Also, Grüße gehen raus, unbekannterweise. So, dann schauen wir mal, dass wir diese Fahne wieder halbwegs zusammenbekommen. Gar nicht so einfach bei dieser Größe. Eieiei,
Es ist nicht einfach, sage ich euch. So. Aber ich denke, das sieht doch ganz gut aus. Jawohl. So. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal die eben gezeigte Fahne hier im Hochformat. Dann haben wir mit dabei die Kunstdrucke, 3 Stück an der Zahl, alle 3 quadratisch. Das Album in der Vinyl Edition hier in diesem Gatefold, die Doppelvinyl, einmal die Album-Vinyl und einmal diese Bonus-Vinyl mit der Trilogie. Der Album-Download-Code, die DVD, kein Weg zu weit und natürlich das Album an sich, Artus auf CD in diesem Digipack, auch wieder mit der Bonus-CD, mit der Artus-Trilogie. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Artus von Schandmaul. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Schandmaul unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.